Hallo, guten Morgen. Ich bin Bernhard. Herzlich willkommen zu Hause. Kommt rein. Ich arbeite bei Westwing als Category Manager im Bereich Möbel und wohne hier im schönen Heidhausen zusammen mit meinem Freund. In dieser schönen Neubauwohnung. Wir sind hier vor 2 Jahren eingezogen und es ist unglaublich schön, wenn man einen Erstbezug hat, weil man natürlich die Wohnung ganz nach seinem Geschmack einrichten kann. Allerdings ist auch tatsächlich so, dass alles, was auf den Boden fällt, auch ja, die eigene Schuld ist und jeder einzelne Fleck kommt von uns. Wenn man bei uns von der Tür reinkommt, ist man sofort in unserem schönen Essbereich, unser Esszimmer. Und der Schnitt der Wohnung ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wir keinen Flur haben. Das heißt, jeder, der die Tür aufmacht, zum Beispiel der Postbote, der tagtäglich die Pakete bringt, der sieht sofort hier unseren Essbereich. Deswegen ist es mir immer extrem wichtig, dass hier auch alles immer schön aufgeräumt ist und alles schön dekoriert ist. Also mein Lieblingsstück hier im Esszimmer ist tatsächlich die Lampe, weil ich einfach finde, dass die ein totales Wow-Stück ist und die sofort ins Auge sticht, wenn man in die Tür reinkommt. Das Bild ist tatsächlich ein Hingucker und es gibt auch tatsächlich eine Geschichte dazu. Und die ist ein bisschen peinlich, muss man ganz ehrlich sagen, aber das Bild hat ein Freund von meinem Freund gemalt, der, wenn er ein bisschen mehr Alkohol trinkt, gerne sehr kreativ sich austobt. Und dadurch ist dieses Bild entstanden und mein Freund hat es so gut gefallen, dass es ihm abgekauft hat. Hier sammle ich meine ganzen Deko-Pieces, die ich so über die Jahre angesammelt habe. Und ich versuche die auch immer ja, entsprechend der Jahreszeit anzupassen und immer wieder ein bisschen umzudekorieren. Wie man hier sieht, habe ich ein kleines Faible für Tiere. Wir haben hier Affen, eine Ratte, ein Kranich und die schöne Bulldogge. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Zoo im Regal. Also mein Freund ist eigentlich überhaupt kein Deko-Fan. Ich musste ihn dazu zwingen bzw. überreden, würde ich sagen, dass wir ein bisschen Deko auch hier in die Wohnung mit reinbringen, weil er eher der cleanere, eher der neutrale Typ ist, der es lieber schlicht und einfacher will. Ich bin halt komplett anders, deswegen war das eine kleine Challenge für mich. Wie man sieht, habe ich mich durchgesetzt. Ihr seht hier auch sehr viele Pflanzen bei mir. Das heißt, ich habe auch einen kleinen Faible für alles, was grün ist und was ja, irgendwie nach draußen, nach Wald, nach Garten aussieht. Ich habe hier in dem Regal auch einen ganz besonderen Schatz aufgehoben. Er ist gut versteckt unter der Muschel. Wie ihr seht, ist hier ein Weisheitszahn drin, der mir vor einem Jahr gezogen wurde. Und ich habe mir gedacht, den hebe ich einfach mal als Andenken auf. Wie ihr seht, haben wir hier mittlerweile sehr viele schwarze Möbel. Es sind noch relativ neu, weil wir vorher, als wir eingezogen sind, sehr viele Holztöne hier in der Wohnung hatten. Aber irgendwann sind wir aufgestanden in der Früh, wir hatten es irgendwie satt gesehen. Und schwarz fanden wir einfach zeitloser. Das heißt, gerade mit Schwarz kann man viel mehr auch Stile kombinieren und ist nicht so gebunden an einen bestimmten Stil. Hier kommen wir dann zum Mittelpunkt unserer Wohnung, dem schönen Wohnzimmer. Tada! Und es ist mein absoluter Lieblingsplatz hier in der Wohnung. Und wie jeder eigentlich, glaube ich, liebe ich natürlich mein Sofa. Und ich mag bei dem Sofa einfach total gerne diesen Kordstoff. Und ich mag Sofas eher, wenn die ein bisschen fester sind, wo man sich auch mal ein bisschen länger irgendwie aufhalten kann und nicht so ein knautschiges, ganz weiches, wo man wirklich dann drin versinkt und nicht mehr hochkommt. Und besonders wichtig sind auch meine Kissen, weil nur mit sehr vielen Kissen fühle ich mich auch wirklich zu Hause. Also das hat mein Freund von seiner alten Wohnung mitgenommen. Das war eins der wenigen Stücke, das er mitnehmen durfte. Also ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Typ, deswegen war es mir auch besonders wichtig, dass diese Emotionalität auch in meiner Wohnung oder in unserer Wohnung wiedergespiegelt wird. Deswegen haben wir auch viele, sagen wir, sehr weiche Stoffe, die sich sehr gut anfühlen, wo man sich richtig reinkuscheln kann, wo man sich so ein kleines Nest machen kann. Auch von den Farben her eher wärmere Farben, eher Erdtöne. Und deswegen habe ich auch ja, darauf geachtet, dass es nicht zu minimalistisch ist, dass nicht zu kühl und nicht zu kalt wird, sondern wirklich auch ja, wirklich angenehm und man sich schön einkuscheln kann überall. Und auch ein bisschen verspielt tatsächlich. Ihr habt ja schon die ganzen kleinen Tierchen gesehen und das passt einfach auch total gut zu uns und zu meinem Charakter. Das hier ist
der absolute Lieblingssessel von meinem Freund. Hier sitzt er jeden Morgen, trinkt seinen ersten Espresso, philosophiert ein bisschen über den Tag und lässt es sich gut gehen. Und ich mag hier besonders diesen tollen Stoff, weil das so kuschelig weich ist. Wir hatten davor ein sehr kubisches und sehr kaltes Modell, sage ich mal. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen ist es auch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwunden. Mein Freund hat es nicht mitbekommen und es ist dann dafür dieser schöne Sessel als Ersatz Einzug genommen. Und ich bin mega happy damit. Hier kommen wir dann zu einem kleinen, feinen Balkon. Hier spielt sich im Sommer eigentlich jeder Abend ab. Das heißt, hier grillen wir, lassen es uns gut gehen, trinken das ein oder andere Gläschen Wein und genießen die Abendsonne. Bei unserer Terrasse war es natürlich auch sehr wichtig, dass wir uns da auch zu Hause fühlen. Es sollte ja so ein kleines Wohnzimmer im Freien sein. Deswegen haben wir uns auch für so richtig schöne, launchige Outdoor-Möbel entschieden. Tatsächlich schlafe ich im Sommer hier auch ab und zu. Das heißt, ich baue mir dann hier mein kleines Bettchen auf, nehme meine Decke und schlafe dann gerne im Sommer hier auch mal ein Nächtchen oder zwei. Und ich finde es einfach total befreiend, total schön. Wie ihr seht, haben wir hier auch ein kleines Vogelhäuschen. Ich versuche da schon sehr lange Vögelchen anzulocken. Leider gelingt es mir nicht. Selbst mit den edelsten Nussmischungen habe ich es noch nicht geschafft, hier wirklich Vögel anzulocken. Aber ich bleibe dran. Ich gebe mein Bestes, dass doch noch Vögel kommen. Wie jetzt wahrscheinlich schon wisst, liebe ich ja Tiere. Und also was gibt es Cooleres als ein Affe, der eine Lampe in der Hand hält? Also da muss ich einfach zuschlagen. Neben dem Esszimmer ist gleich unsere schöne Küche. Die war auch nicht von Anfang an mit in der Wohnung. Das heißt, die haben wir selber geplant. Und uns war besonders wichtig, dass es halt eine schöne Wohnküche wird. Ich koche extrem gerne, deswegen war es mir persönlich wichtig, dass die Küche schön groß ist, dass ich mich schön ausbreiten kann. Und ich glaube, es ist bei jedem so, dass sich auch viel, gerade wenn Besuch da ist, viel in der Küche abspielt. Deswegen haben wir hier auch noch zwei Barstühle mit dabei gefügt, dass sich einfach ja, Gäste auch extrem wohlfühlen können. Beim Kochen haben wir tatsächlich eine strikte Aufteilung. Das heißt, ich nehme die Zeit und koche schön fleißig gegen Abend und mein Freund darf dann den Abwasch machen. Das heißt, der darf dann meine 10 Pfannen und 5 Töpfe, die ich jedes Mal brauche, darf er dann fleißig per Hand spülen. Spülmittel könnte ich natürlich jetzt auch aus dem Supermarkt holen, aber ihr wisst es wahrscheinlich selber, das ist meistens super bunt, super schrill und ich bin ja ein sehr ästhetischer Typ, deswegen muss auch hier mein Spülmittel passend zur Wohnung eingekauft werden. Ist zwar ein bisschen teurer, aber sieht einfach viel schöner aus. Dann zeige ich euch jetzt noch unseren Flur. Tada! Also hier war es natürlich wichtig im Flur, dass wir relativ viel Stauraum haben. Deswegen haben wir auch hier so das coole große Sideboard hinplatziert, weil wir einfach hier mega viel Stauraum haben und alles, was wir sonst nirgends unterbekommen in der Wohnung, verstauen wir alles hier. Auch hier noch eine Garderobe für die Jacken war uns natürlich wichtig, weil wir sonst ja keinen richtigen Flur haben. Und von den Farben her wollten wir es hier ein bisschen minimalistischer gestalten, deswegen sieht man hier auch, dass es eher schwarz-weiß kombiniert ist, dass einfach alles ein bisschen reduzierter aussieht. Ich denke echt, alle haben einen Vogel, ey, was sie für ein Tierpark hier drin haben. Ne? Da geht so weit der Elefant auch noch drin bei dir in der Affe. Hier ist unser Arbeitszimmer und Ankleidezimmer. Wie ihr seht, sind die Farben ein bisschen minimalistischer und auch vom Deko her ist alles ein bisschen einfacher gehalten. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich hier mein Freund durchgesetzt hat. Gerade in den letzten Wochen ist natürlich dieser Bereich extrem wichtiger für uns geworden. Deswegen haben wir uns da auch nochmal wirklich Zeit genommen, haben es nochmal neu eingerichtet, damit es auch wirklich für längere Zeit hier gemütlich ist. Ihr seht auch hier unseren obligatorischen Schmeißstuhl. Das heißt, wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen, landet meistens alles, was wir anhatten, hier auf diesem Stuhl und wird erst am nächsten Tag dann weggeräumt. Ich und mein Freund sind jetzt seit knapp 4 Jahren zusammen tatsächlich und haben uns ja vor 4 Jahren über Instagram tatsächlich kennengelernt. Sind jetzt hier seit 2 Jahren in dieser Wohnung und sind gerade auch ein bisschen im Stress, weil wir in einem Monat heiraten. Von dem her ist alles ein bisschen chaotisch zurzeit, weil wir viel unter einen Hut bringen müssen. Natürlich freue ich mich mega, bin aber auch froh, wenn der Tag rum ist und alle Last und all der Stress von mir fällt.
Hier ist dann unser Badezimmer und dann kommen wir schon zu unserem letzten Raum, dem Schlafzimmer. Also hier im Schlafzimmer war es mir auch wichtig, dass alles sehr harmonisch ist, sehr warm. Deswegen habe ich hier auch die Deko dementsprechend angepasst. Das heißt, eher Naturtöne genommen und auch eher ein bisschen weniger Deko, weil es im Schlafzimmer einfach nicht zu überladen und zu viele Einflüsse haben soll. Und ich finde, das habe ich hiermit total super umgesetzt. Und ich hatte vorher noch einen Spiegel hier, habe aber dann natürlich gelesen, dass Spiegel im Schlafzimmer Unglück bringen. Deswegen habe ich den ganz schnell aus dem Schlafzimmer rausgebracht und habe mich hier jetzt für die beiden schönen Bilder entschieden. Mein Freund und ich gehen in der Regel gemeinsam um 11 ins Bett und ich stehe dann um 6.25 Uhr auf, weil ich vor der Arbeit immer noch meinen Sport machen will. Das heißt, ich gehe gerne eine Runde laufen oder ich mache eine Yogastunde, weil ich es einfach nicht mag, wenn ich nach dem Aufstehen sofort mich an die Arbeit setze. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil ich nicht schlecht gelaunt in den Tag starten will. Schön, dass ihr da wart. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Habt noch einen schönen Tag. Ich muss mehr lachen, ne? Ich merke es selber. Ja.